Wenn das hier alles ein Traum ist, was passiert dann, wenn wir aufwachen? Ich weiß nicht, aber ich kann das rauszufinden. Bist du an dem Fall dran oder wer bearbeitet ihn? Der Überfall lief keineswegs perfekt. Deckung! Was für eine Scheiße ist hier am Kochen? Denkst du an den Dinosaurier? Oh, klar, Mensch ist mein Schatz. Mensch ist. Ich kümmere mich darum. Danke, vielen Dank. Ich informiere sofort unser Büro in Istanbul. Ihre neue American Express-Karte. Wieso? Denkst du an den Dinosaurier? Wo immer Sie uns brauchen, wir sind für Sie da. American Express. Schwarz wie die Nacht. Geheimnisvoll wie der Orient. Tassenfertiger Orient-Mokka von Nescafé. Aus löslichem Kaffee und Röstkaffee. Mit dem typischen Gefühl von fein gemahlenen Mokka-Bohnen auf der Zunge. Nescafé Orient-Mokka. Der Genuss, der verzaubert. Viele Dinge, die wir essen, sind etwas schwer. Gervais Obstgarten ist locker leicht und schmeckt jetzt noch besser. Der neue Obstgarten von Gervais, reine Genusssache. Leibniz Butterkeks. Denn wen man lieb hat, dem gibt man nur das Beste. In Leibniz steckt viel Liebe drin. Leibniz von Balsen. Wenn dieser Mann ein Zahnarzt wäre, welche Zahnbürste würde er Ihnen wohl empfehlen? Die Zahnbürste, die Zahnärzte am häufigsten empfehlen, Oral-B. Sie reinigt Ihre Zähne wirkungsvoll und massiert zugleich schonend Ihr Zahnfleisch. Zwei von vielen Gründen, sich für eine Oral-B zu entscheiden. Oral-B, die Zahnbürste, die Zahnärzte am häufigsten empfehlen. Möchten Sie mehr Leben in Ihre Pflanzen bringen? Wissen, ob Sie zu viel oder zu wenig gießen? Aus einer unscheinbaren Ecke einen Blickfang zaubern? Pflanzenzauber, das neue Sammelwerk verrät Ihnen wie. Jede Woche finden Sie neue Pflanzen im Detail erklärt. Vorschläge für die richtige Pflanze am richtigen Platz. Praktische Tipps, was Sie zum Beispiel gegen Schädlinge tun können. Und Schritt-für-Schritt-Erklärungen für immer neue Arrangements. Jetzt können Sie kreativer wohnen mit Pflanzenzauber. Die aktuelle Familie. Weißt du eigentlich, dass du ganz schön krank bist? Was bin ich? Rätselkrank. Sehr witzig. Die aktuelle macht ihre Leser regelrecht rätselsüchtig. So, so. Ja, indem sie an die niedrigsten Instinkte appelliert. Unterhaltung und Gewinnsucht. Du scheinst die aktuelle ja gründlich studiert zu haben. Rein theoretisch. Aha, dann bist du ja völlig sicher vor der Rätselkrankheit. Bin ich auch. Klaus, du hast im großen aktuelle Preisrätsel gewonnen. Von wegen nicht rätselkrank. Tja, Klaus, Frauen sind im Leben immer eine aktuelle voraus. Mindestens. Es gibt ganz wenige Dinge auf der Welt, denen man einfach nicht widerstehen kann. Zum Beispiel tafelfertige Suppen von Sonnenwassermann. Sonnenwassermann. Immer wieder ein Genuss. Früher oder später kriegen wir euch mit Danone-Joghurt. Weil er ist gesund. Das schmeckt ganz toll. Er ist gar nicht gesund. Gesundheit, die schmeckt. Wo ist der Jungs? Dies ist Alfons Schubeck, Deutschlands Koch des Jahres. Absolute Frische und Spitzenqualität sind für ihn unverzichtbar. Aber gerade ein Meisterkoch braucht auch mal was Deftiges zum Reinbeißen.
Schaut mal, was ich euch heute mitgebracht habe. Ein heißes. Ja. Den ganzen Tag die raffiniertesten Schmankerln und jetzt Fleischwurst von Hertha? Ja, eben, drum. Hertha, so einfach sind die kleinen Freuden. Danke fürs Interview. Wissen Sie, warum ich Tic Tac Freshmints nehme? Ganz einfach. Frischer Atem gehört zu einer Reporterin. Und so ein kleines Tic Tac erfrischt meinen Atem 2 Stunden lang. Dabei hat ein Tic Tac gerade 2 Kalorien. Ist doch super. Tic Tac mit 2 Kalorien, 2 Stunden Tic Tac Frische. Traditionsreichen Hause Dallmayr in München kommt ein aromareicher, spezial veredelter Kaffee, der unverwechselbar ist im Duft. Dallmayr Prodomo. Eine Spitzenmischung aus feinsten Hochlandgewächsen, weitgehend von Reizstoffen befreit. Ein Genusserlebnis. Dallmayr Prodomo. Vollendet veredelter Spitzenkaffee. Mit einem Kollegen, der seit über 25 Jahren mit Leib und Seele Polizist ist, bekommen es nun Carl Molden und Michael Douglas zu tun. Er hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, einen gefährlichen Gangsterboss zur Strecke zu bringen. Doch sein übergroßer Ehrgeiz verleitet ihn dazu, unüberlegt zu handeln. An dieser Stelle möchte ich Sie auch auf eine Änderung in unserem Sonntagabendprogramm hinweisen. Madams entfällt leider und aus diesem Grund beginnen alle nachfolgenden Sendungen eine halbe Stunde früher. Doch nun erwartet Sie Krimispannung in den Straßen von San Francisco. Einen kleinen Gefallen tun?